Dann machen wir nicht nur eine Double Door, dann machen wir auch eine Double Door hier mit diesen schönen Factory Blocks. Ja, doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Das sieht bestimmt gut aus. Die war natürlich jetzt blöd gesetzt von mir. So, dann kommt da die Tür rein. Das sieht ja schon ganz geil aus, ne? Mit den gelben Blöcken. Lassen wir es mal so. Dann kommen hier überall die normalen Marble drumherum, wie wir es kennen. Guck mal, wie schön. Dann wird jetzt hier alles geschmolzen. Und direkt ausgegossen zu Blöcken. Guck mal, wie rasend schnell das geht. Das ist doch geil. Wie rasend schnell. Wir haben gerade mal hier das bisschen gemacht. Und jetzt sind schon fast alle Blöcke geschmolzen. Und hier drin. Hammer. Richtig hammergut. So, dann holen wir uns mal. Dann holen wir uns mal Marmor, wenn wir den hier noch haben. Was ich ja hoffe. Wenn nicht, dann müssen wir halt woanders hin. Aber nein, wir haben den nicht mehr. Steinziegel, blablabla, haben wir alles, aber sonst. Aber weißt du was? Um das mal ein bisschen kompakter zu machen. Alles. Und zwar richtig alles, meine ich. Kompakter. Dann machen wir doch mal Folgendes. Einfach nur, um es komplett kompakt zu machen. Und komplett kompakt zu halten. Dann können wir nämlich daraus auch Blöcke gießen. Automatisch. Dann brauchen wir die Dinger da nur reinhauen. Und das ist dann mehr oder weniger schon ein geiler Test. Oder Testlauf. Zack, zack, zack. Kupfer das, zack. Und wenn hier nichts mehr ist, ja. Siehst du, da kommen schon die Kupferbarren rein. Zack, werden geschmolzen. Rucki zucki geht das hier. Das ist ja richtig geil. Dann machen wir nämlich daraus Kupferbarren, ohne jetzt lange craften zu müssen. Verschwenden wir natürlich ein wenig Lava. Wow. Verschwenden wir natürlich ein wenig Lava, aber mein Gott, was ist das bisschen Lava schon wert? Aluminium, zack, zack, zack. Hier Factory Block mal eben da rein, das da rein. Und die Rohre mal rein, das, zack. Können wir noch irgendwie wieder reinschmelzen? Das Gold. Ja, das Gold jetzt können wir aber nicht zu Blöcken machen. Den Sand, ja, den Sand können wir auf jeden Fall mal einschmelzen. Da wollte ich sowieso ein bisschen wieder erfarmen gehen. So, hier haben wir sonst nichts mehr. Die Gui ist auch zu klein eigentlich. Kupferbahn. Kupfererze. Warte. So. Da haben wir auch noch Platz. Ist sonst noch was abzulegen. Mal hier eben die Fabrikblöcke. Dann nehmen wir doch mal. Was nehmen wir denn jetzt mal mit? Noch das Kupfererz. Das unten ist also Bruchstein, also brauchen wir nicht. Das ist weit, okay. Gut, und hier wird wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Nein, alles klar. Ist hier noch irgendwie was, was wir einschmelzen können? Schnee, Beton, Asphalt. Eine Wüste aus Asphalt und Beton. Können wir eigentlich hier? Ja, können wir. Ich habe aber gar keinen Platz. Warte, machen wir uns eben den Platz. So, das wird jetzt hier alles eingeschmolzen, was geht. Zack, zack. Ne, stopp, stopp, stopp. Erstmal das ganze Kupferzeugs. Lass erstmal das ganze Kupferzeugs rein. Guck mal, jetzt wird hier richtig fleißig gegossen. Und das ist, glaube ich, jetzt alles Eisen. Oh, das ist alles Eisen. Oder? Ja, das sieht mir alles nach Eisen aus. Das ist blöd. Ich müsste jetzt eigentlich noch ein bisschen Eisen hinterher kippen. Aber weißt du was? Ich weiß. Palo, was machst du? Was machst du? Du kannst das doch nicht tun. Ja, muss ich jetzt aber, weil wir das ja jetzt nicht mehr selbst bestimmen können.
Dann können wir wenigstens sie weiter hier ausgießen. Das Kupfer ausgießen. Auf das Metall gebe ich jetzt mal, auf das bisschen Eisen, da gebe ich jetzt mal einen Piep, weißt du? So, dann gucken wir jetzt nochmal. So. Guck mal, wird hier schön weiter gegossen. Automatisch. Im Takt der Uhr. Ja, jetzt wird es gleich aushärten. Und sobald er wieder auf vollen Uhrzeigerschlag ist, pass auf, jetzt härtet es aus. Zack, wird wegtransportiert. Und sobald der Uhrzeigerschlag auf volle Stunde ist, dann wird wieder ausgegossen. Jetzt. Siehst du? Sehr gut, oder? Und das wird alles automatisch gemacht. Und wir müssen uns nicht um nichts mehr dabei kümmern. Außer, dass immer genug Material natürlich nachgegossen wird, sozusagen. Ist sie hier auch, zack, gehen weg, zack, gehen weg. Jetzt gleich wird wieder eingegossen, um voll und um halb, sozusagen. Also nach normalen Uhrstandard jetzt um halb quasi wird wieder eingegossen. Alle 6, guck mal, schon 15 Blöcke. Perfekto mundo. So, das ist Zinn. Den Zinn lassen wir mal erstmal. Kupfererz, Kupfererz. Kupfererz, 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 Traincraft. Und zum Schluss machen wir. Ich weiß was, die lassen wir erstmal und zum Schluss machen wir den. Und in der Zwischenzeit wird das ja hier alles wieder weiter befeuert und alles, wird alles abtransportiert. Guck mal, wie schnell das jetzt eigentlich geht. Zack, sind sie weg. Zack. Zwei drin, jetzt kommen da gleich noch die anderen. Sollten eigentlich die anderen kommen? Oder stecken die gerade irgendwo fest? Ja, die stecken gerade fest, mehr oder weniger. Das ist natürlich der Nachteil, so ein bisschen daran. Jetzt sind nämlich wieder nur zwei. Naja, okay. Für das bisschen, was wir jetzt an Gusseisen verloren haben, oder ein Eisen verloren haben, das ist natürlich noch nicht so ganz optimal, aber das kriegen wir schon optimal hin, denke ich. Wenn wir das noch ein bisschen... Achso, weil es noch nicht geschmolzen... Das war jetzt mein Fehler. Scheiße, jetzt habe ich Eisen verschenkt. Weil noch nicht mehr geschmolzen war, weißt du? Ich bin blöd. Ich bin echt blöd. Ich habe jetzt da Material verschenkt, was jetzt... Kacke. Egal. Aber ihr seht ja, wo die Reise hingeht. Und was ich jetzt vorhabe, ist... Erstmal einen Schluck Wasser. Nee, brauche ich nicht. Okay. Erstmal... Ich würde sagen, erstmal hier nichts. Ich würde sagen, nein, ich komme jetzt nicht rüber. Would you come over here? Nein. Hello. Activated. Jawohl. Nein, was ich jetzt aber vorhabe ist, wir haben ja das Storage Drawer, wir haben jetzt das gemacht. Wir haben jetzt hier... Ja. Wir gehen zur Hafenstadt. Ich brauche nämlich da was aus der Hafenstadt. Und zwar brauche ich... nein, noch nicht. So, und zwar brauche ich aus der Hafenstadt... Ich habe noch eine Teleportationskarte dabei, Gott sei Dank. Und zwar brauche ich aus der Hafenstadt meine Schippe. Und zwar wollte ich nämlich mit der Schippe was ganz Besonderes machen. Ah, hier ist sie auch nicht, Mann. Und zwar wollte ich nämlich ein wenig farmen gehen. Was ganz Besonderes. So, da ist sie. Auto Repair 2. Warum Auto Repair 2? Naja, egal. Hier ist unsere erste Schmiede. Die werden wir auch noch, ne, ein bisschen ändern, sage ich jetzt mal.
Hier haben wir noch unsere Lava-Eimer. Erstens, wenn wir jetzt schon mal hier sind und dabei sind, fällt mir gerade ein, wir haben ja hier unten auch noch Lava. Hä? Was ist jetzt los? Entweder hängt es total und ich bin jetzt gerade übrigens auch an... Ah ja, siehst du, und unsere Items gehen jetzt doch in der Lava wieder kaputt. Also es hat sich geändert. So, hier ist jetzt gleich der Lavafluss versogen oder versiegt oder wie sagt man? Tja, bald ist hier nirgendwo mehr Lava. Wenn das so weitergeht. Oh nein! Ah! Mist, jetzt ist der zweite Eiseneimer schon verbrannt. Einen kann ich noch mitnehmen jetzt. So. Das ist jetzt auf jeden Fall für BM gleich. Wieso leckt denn das wieder jetzt? Liegt das jetzt hier am Shader oder? Weil immer wieder was neu geladen wird. Das kann ich jetzt natürlich gerade nicht beurteilen. Ich schätze mal, weil was neu geladen wird. Also das ist gleich für BM. Dann packen wir das mal so lange hier rein. Die Lava-Eimer brauchen wir jetzt noch nicht, aber später halt. Und wieso konnte ich hier keinen Grasblock kaputt machen mit der Hand? Geht das nicht mehr? Ist das kaputt? Oder bin ich gerade im falschen Mode? Irgendwas scheint hier gerade nicht zu stimmen, so richtig. Irgendeine Inkompatibilität mit einem Mod, würde ich behaupten. Ich krieg beim Inventar, wenn ich O drücke. Doch, jetzt geht's. Ah! Wir waren gar nicht auf Überleben, wir waren auf Adventure Mode. Ah, ja, das ist klar, das erklärt so einiges. Aber wir konnten wir. Ja, siehst du, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's auch wieder. Ich dachte, das lagge jetzt an der Maus, aber Gott sei Dank nicht. Sondern es liegt definitiv diesmal an meiner Blödheit. Muss ich mal ganz klar mal so sagen, ne? Komm, die kann ich jetzt eben hier reinpacken. Kautschuk, Moorstein, bla bla bla. Ja, komm, den einen kann ich auch im Inventar behalten. Ist jetzt nicht so tragisch. Wir sollten aber trotzdem jetzt mal eben in eine Pofe gehen. Weil, wir wollen ja auch noch... Ach, hier ist die Pofe. Wir wollen ja auch noch einmal ein bisschen farmen gehen. Und zwar ein bisschen Sand farmen gehen. Ich habe mir jetzt da noch nicht wirklich eine Sandhütte sozusagen in Anführungsstrichen ausgesucht, aber ich könnte mir da schon eine Ecke vorstellen. Wo ist eigentlich unser Atlas abgeblieben? Das frage ich mich gerade. Egal. Also ich würde erstmal sagen, was ist jetzt los? Boah, Alter, was ist jetzt? So. Also, ich würde sagen, wir suchen uns eben irgendwo ein bisschen was mit Sand. Hier jetzt nicht unbedingt. Irgendwo, wo wir mal so ein bisschen Sand abtragen können. Wäre eigentlich eine Wüste perfekt, ne? Aber ich glaube, hier ist keine in der Nähe. Außer in die Richtung gegebenenfalls, wo auch, Achso, da ist ein Bett und eine Crafting-Box von früher noch. Haha, geil. So lange sind wir hier nicht mehr lang gelaufen in die Ecke. Boah, das ist bestimmt Folge 100 oder sowas gewesen. Ich weiß es nicht. Aber guck mal, wenn wir jetzt hier den Block wegnehmen würden, wird hier Wasser reinlaufen. Sieht ja bestimmt cool aus. Und dann wird das hier so runterlaufen. Und sich einen schönen Wasserfall bauen. Ah, ist das Stardew Valley? Ich glaube, ne? Und hier ist noch ein bisschen Eisen, was ich jetzt mal einfach mitnehme. Weil ich gerade in der Ecke bin. Jetzt aber, komm, lass mich mal hier hoch. Jetzt lass mich doch mal hier hoch. Dankeschön, bitteschön. Und tschüss. So. Ah, da ist ja auch noch Eisen. Geil. Wieso habe ich das damals nicht mitgenommen? Ich war doch hier so auf Eisenjagd oder so. Kann das sein? Und bin dann hier irgendwann mal gestorben. So, aber wir suchen jetzt natürlich erstmal eine Wüste und
es kommt hier auch bald in der Ecke eine. Jetzt, Mann, jetzt falle ich hier wieder in das Loch runter. Oh, ist das gerade am Längen. Irgendwo müsste doch hier in eine Wüste kommen. Weil unsere U-Bahn da doch auch lang fuhr. Wenn ich mich recht entsinne. Oh ja, hier fand ich ja auch immer schön. Vielleicht werden wir hier an dem See auch nochmal irgendwann was bauen. Das wollte ich, glaube ich, schon vor längerer Zeit. Aber das gucken wir dann mal. Vielleicht bauen wir da auch irgendwie so einen Turm drauf, ja? Für irgendeinen Mod oder so. Ja gut, das sah da immer so ein bisschen blöd aus. So, hier war der. Wo war denn das Ganze mit dem Sand? Beziehungsweise, wo war denn die Wüste? Hier war ja dieser schöne Wasserfall. Nee, das sieht mir nicht nach Wüste aus, aber hier war auch irgendwie was mal. Ich glaube, ich habe hier mal in einer Kopie rumexperimentiert mit TNT oder so. Ich weiß es nicht, oder? Es war in der Hauptwelt. Nee, dann werden da ja ganz viele... Ach, keine Ahnung. Irgendwas habe ich da mal gemacht. Oder war das einfach in der Wüste? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Es ist einfach viel zu lange her. So, jetzt gucken wir mal, wie der Sound im Schneebiom ist. Das habe ich nämlich noch gar nicht gehört. Ich würde behaupten, na, ein bisschen waldmäßig. Ist aber auch schön. Ich mach mal den Shader jetzt mal kurz aus, ja? Einfach nur, damit das mal ein bisschen flüssiger hier wieder läuft. Und nicht immer so ein bisschen abgehakelt ist. Ja, wobei es ist trotzdem abgehakelt. Egal. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Aber ich muss jetzt erstmal was trinken. Es ist trotzdem abgehakelt. Sehr gut. Oh Mann. Aber es stürzt nicht ab. Das ist wenigstens positiv. Nicht so wie vorher. Naja. Gehe ich eigentlich noch in die richtige Richtung? Ich habe keine Ahnung. Die Wüste war auch relativ weit weg, ne? Hätte ich eigentlich direkt nach BM gekonnt. Oder von BM irgendwie. Weiß es schon. Huch. Manchmal leckt's echt. Wenn du so gerade straight one einen Weg gehst, geht's. Ich mag das mit dem Vogelgezwitscher und unglaublich gerne. Was war denn hier? Ach so, das war ja immer schon das Eis. Alter, hör auf zu laggen. Die paar Mods PC, du kommst doch damit klar. Java kommt damit nur nicht klar. Man, ich wünschte echt manchmal, es wäre nicht auf Java programmiert und dass es irgendeine andere Programmiersprache gewesen wäre. Die nicht so leckt. Aber egal. Dafür hast du hier so viele Möglichkeiten in Minecraft. Ah, ich glaube, hier kommt die Wüste, ne? Ich glaube, hier kommt die Wüste. Nö, ist nur ein Stück Strand, aber... mit tiefem Sand vorkommen. Dann machen wir hier eine kleine Sandbaustelle. Dann kann das jetzt auch in Ruhe erstmal nachladen, alles. Ja, auf jeden Fall, was ich auch noch ganz kurz erzählen wollte, bevor ich jetzt gleich eine Aufnahmepause mache... Ja, ich mache jetzt gleich eine Aufnahmepause und bevor ich das jetzt mache, wollte ich nur mal ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen, die total schön ist. Und zwar sind wir am Sonntag, zwei Wochen vor Weihnachten, der Sonntag, sind wir in den Wald gefahren, ja, und haben unseren ersten eigenen Weihnachtsbaum geholt. Ja, nicht von der Stange oder so, sondern ne, richtig im Wald gewesen und geschlagen. Leute, ich sag euch, das war das schönste Erlebnis überhaupt, ne? Einfach so einen Weihnachtsbaum zu schlagen. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich nächstes Jahr definitiv einen kleineren Weihnachtsbaum nehmen werde, weil wäre mein Schwager nicht gewesen, nochmal alle Props to him sozusagen. Und nochmal echt viel, vielen Dank an meinen Schwager. Also wäre der nicht gewesen, dann, ja, hätte ich den Weihnachtsbaum wohl nie lebend nach Hause geschafft.
Bis wohin kann ich denn noch? Das ist ja einiges. Ja, da hätte ich den Weihnachtsbaum wahrscheinlich niemals lebend nach Hause geschafft. Und das Ding ist einfach, der war gut. Er hat mir gefallen. Ich wollte eigentlich noch einen größeren, aber im Wald sah der Baum, also ganz ehrlich, Leute, im Wald sehen die Bäume tausendmal kleiner aus als bei euch in der Wohnung. Und unser ist 2,20 Meter, ja. Und ungefähr 2 Meter oder ja, 1,50 bis 2 Meter breit. Also ich sag euch eins, wenn ihr euch einen Weihnachtsbaum holt, dann bitte, bitte, bitte macht es so, dass er wirklich passt und guckt, dass er wirklich passt. Von mir aus nimmt einen Zollstock oder was mit, weißt du? Messt es aus, aber in der Wohnung wirkt der definitiv anders. Unser wirkt einfach mal so riesig, weißt du? Du sah so von hier, so draußen, ne? Sah das so aus wie der Baum da. Und in der Wohnung sah der aus wie der Baum hier. Also einmal so richtig kompletter Unterschied. Aber es hat Spaß gemacht, den Baum zu fällen. Und wie gesagt, ohne meinen Schwager wäre ich tatsächlich aufgeschmissen gewesen. Ich hätte niemals den Baum irgendwie nach Hause bekommen oder sonstiges. Also ich bin da echt meinem Schwager super dankbar. Und